Hallo, hier ist Katharina von heimstuhlfamilie.de und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar sind wir auf der Fähre von Roßlehr nach Cherbourg und ich... Herzlich willkommen in unserer Kabine! Stellt euch mal hier die Kabine von Johannes vor, beziehungsweise er macht es selber. Ich mache nur das Video. Genau. Das Erste, was wir euch mitgeben wollen, wenn ihr so einen Trip macht, wir empfehlen euch, nehmt eine Kabine. Natürlich kann man da hinten auch so auf so Schlafsesseln schlafen, aber das ist nur so eine Notlösung. Und wenn ihr mit Familie unterwegs seid, gebt ihr 80 Euro mehr aus. Das lohnt sich wirklich. Und dann bekommt ihr hier so Kabinen, da kann man dann einfach die obere Hälfte runterklappen. Und dann geht das normalerweise. Solltet natürlich darauf achten, dass da oben nur Kinder schlafen, die es gewöhnt sind, nicht rauszufallen. Die keine Pirouetten drehen des Nachts. Wir hatten das nämlich heute Nacht, dass eigentlich rausgefallen ist. Aber nichts Schlimmes war, dann lag es dann unten bei mir. Also, erster Tipp, Kabine nehmen. Zweiter Tipp, da bleibt jetzt eigentlich von Cherbourg nach Roßlehr keine andere Wahl. Es gibt jetzt nur noch Stena Lines, vorher gab es noch Irish Ferries, aber die werden jetzt wohl abgeschafft. Unser Tipp wäre, Stena Lines zu nehmen, weil das ist eine Fähre, die ist für Trucker ausgelegt und die normalen Gäste wie wir sind einfach so Mitfahrer und können dadurch aber günstiger mitfahren. Also, wir haben jetzt so pro Trip ungefähr 300 Euro bezahlt, aber eben im VW-Bus mit 9 Leuten. Also das ist günstiger, als wenn man das mit Irish Ferries macht. Das ist Tipp Nummer 2, also Stena Lines. Und Tipp Nummer 3? Lunchbox. Das Essen hier ist, wenn das sehr gut ist und das ganz schlecht, sind wir ungefähr hier. Ja. Ja. Hab ich übertrieben? Nein, es ist okay. Nee, also passt schon. Das Essen ist nicht so toll. Für den deutschen Gaumen. Nee, es ist einfach auch, meine weichen Nudeln sind einfach auch nicht lecker. Also, es ist nicht lecker. Das Einzige, was wir halt so lecker, essbar rausgefunden haben, ist so der Caesar Salad. Naja, und die Pancakes beim Frühstück sind auch okay. Aber es ist einfach auch, es geht ja ins Geld. Also ich meine, wenn man günstig unterwegs sein will, wenn man da ein bisschen schaut, dann ist es viel bequemer, einfach Essen mitzunehmen. Ja, genau. Also bereitet das gut vor. Vielleicht mal eine Kleinigkeit kaufen. Also eine Kleinigkeit heißt hier so 30, 40 Euro. Muss man für eine Kleinigkeit einplanen. Ja, und Getränke vielleicht, weil die auch so schwer sind. Ja, also wie gesagt, es ist sehr, sehr teuer. Eine kleine Wasserflasche kostet 2,80 Euro ungefähr. Also nehmt euch Sachen mit, verteilt. Also wir nehmen uns das auch mal wieder vor. Macht Rucksäcke für die Kinder mit jedem einer Wasserflasche und so weiter, dass man nicht so viel kaufen muss. Weil es ist wirklich extrem teuer und das schmeckt nicht und man fühlt sich dann auch nicht wohl. Und für uns ist das ja wichtig, dass man sich auch gut fühlt bei dem, was man isst. Ja, das waren jetzt eigentlich so die wichtigsten Sachen, die uns jetzt spontan eingefallen sind für die Fähre. Wenn ihr noch Fragen habt zum Fährefahren, dann schreibt uns das unten in die Kommentare. Wir würden uns über ein Like freuen und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.